Der Wunderhaken. Ein Mann angelte an der Spitze einer Landzunge. Doch vom Morgen bis zum Abend biss kein Fisch an seinen Angelhaken an. Müde und unmutig stand er schließlich auf und murrte: Nutzloser Haken, du gehörst zum Feuerholz. Ich schwitze den ganzen Tag und du fängst keinen Fisch. Ach Herr, sprach der Haken, suche nicht so schnell bei mir die Schuld. Prüfe dich selbst, Herr, ob du nicht vielleicht auch einen Fehler gemacht hast. Hey, du nutzloser Haken, wagst du mir etwas vorzuwerfen? Fragte der Angler. Von mir kommt kein Fehler. Ich mache nicht das geringste falsch. Du bist nur zu faul, Fische für mich zu fangen. Warte nur, ich werde dich ins Feuer werfen. Gnade, Herr, ich habe viele Fische gebeten, einen Moment zu warten, doch sie lehnten immer ab. »Warum lehnten sie immer ab?« fragte der Angler zornig. »Sie sagten, die Köder, die du befestigt, gefielen ihnen nicht.« »Und welche Köder wollen sie?« »Kleine Insekten, Herr. Wenn es so ist, werde ich gleich die Insekten für sie holen.« »Entschuldigung, mein Herr, mach dich nicht müde auf der Suche nach diesen Insekten. Denn nachdem sie das gesagt hatten, schwammen die Fische, ich weiß nicht wohin, davon.« »Ach, wenn das so ist, belügst du mich bestimmt. Ich werde dich braten, wie du verbrennst.« Da weinte der Haken und sprach: »Gnade, Herr, lass mich nicht braten. Nimm mich mit nach Hause, und ich werde dir jeden Tag Fische in genügender Zahl fangen.« »Gut«, sagte der Angler, »ich werde mich genau an dein Versprechen erinnern, also denk daran, dass du in jedem Augenblick zu Feuerholz werden kannst, wenn du dein Versprechen nicht hältst.« Nach diesem Gespräch ging der Angler freudig nach Hause. Den Haken hängte er an sein Bettkante. Am nächsten Morgen nahm der Angler einen Korb, holte dann den Haken und sagte: »Ajo, Wunderhaken, fülle mir diesen Korb mit Fischen.« »Ach, Herr«, erwiderte der Haken, »bitte sag mir, Herr, wer auf Erden kann befehlen und alles, was er sich wünscht, in Erfüllung gehen lassen? Niemand außer dem Allmächtigen. Jeder muss für eine Handvoll Reis Schweiß vergießen. Deswegen verzeih mir bitte, Herr, wenn ich dir heute Morgen keinen ganzen Korb Fischen geben kann.« Voller Zorn hörte der Angler diese Worte, und während er den Haken in die Küche trug, sagte er: »Lügenhaken, heute ist dein Leben zu Ende. Schon zweimal hast du mich betrogen, und deswegen empfange deine Strafe. Du wirst Feuerholz. Ich werde dich anstecken und meine Kochsteine zu erhitzen. Da wirst du zu Asche verbrennen.« »Herr, mach dich nicht müde, mich zu verbrennen, denn ich kann vom Feuer nicht verschlungen werden. Bin ich nicht ein Wunderhaken? Wenn es so ist, werde ich dich mit einem Beil zerhacken.« »Es ist ein nutzloses Unterfangen, auf mich einzuhacken. Ich bin unverwundbar.« »Wenn das so ist, werde ich dich erschießen.« »Oh, auch das noch? Habe ich dir nicht gesagt, dass ich ein Wunderhaken bin? Kein Geschoss kann meinen Körper durchbohren.« »Na, dann werde ich dich in den Fluss werfen, dass du ertrinkst.« Bei diesen Worten des Anglers weinte der Haken und sprach: »Nein, tu das nicht, mein Herr, sonst werde ich im Wasser ertrinken.« »Nein, jetzt gibt es keine Bedenkzeit mehr. Ich werde dich schnell in den Fluss werfen.« Und mit diesen Worten nahm er den Haken und warf ihn in den Fluss. Da sprach der Haken lachend: »Ach, dummer Mensch, warum wirfst du mich weg? In Wirklichkeit kann ich dir unzählige Fische geben, wenn du nur ohne Murren arbeitest. Nur einen Tag prüfe ich dich und gebe dir keinen Fisch, und du murrtest ununterbrochen. Ja, wolltest mich sogar töten. Doch wenn du geduldig und ergeben gearbeitet hättest, hätte ich dir jeden Tag genügend Fisch gegeben.« Nach diesen Worten verschwand der Haken auf dem Grund des Flusses, und der Angler ging reuig nach Hause.